So, hallo, liebe Alexandra. Ich freue mich von Herzen, dass du heute mit mir das Interview machst und ja, möchte auch dir sagen, wie sehr ich das schätze, das mit dir machen zu dürfen, weil wir kennen uns zwar auch noch nicht so lange, aber ich war im Grunde vom ersten Moment, als ich dich im ersten Webinar auch gesehen habe, fasziniert von deiner Ausstrahlung und ja, umso mehr freue ich mich jetzt wirklich, dass ich das Interview eben heute mit dir machen darf. Danke, vielen Genau. Dank für die Einladung. Total schön. Ja. Ja, schön da zu sein. Ja. Möchtest du mal ganz kurz dich vorstellen, wer du bist, was du machst und wo du herkommst? Meinst du jetzt beruflich oder? Genau, Oder ja. Also alles, was du uns erzählen ja. möchtest. Genau. Okay, also ja, so, also ich bin so, ich fange mal so in der Mitte an. Ich war immer seit 20 Jahren so immer so ein bisschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder auf einen ganz anderen Weg. Also ich habe Übersetzer studiert, war auch total toll. Also so Spanisch war meine Hauptsprache. Habe dann so im Hardcore-Business gearbeitet und dann in einer NGO, also so diametral entgegengesetzt und habe sehr viele Ausbildungen im Bereich so Körperarbeit, Tanz gemacht. Und Tanz ist für mich was ganz, ganz Wichtiges im Leben. Tanz und Bewegung. Und auch Beziehung. Und das ist jetzt so, was ich gemerkt habe, so in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dass sich das sehr stark fokussiert. Ganz stark, also so die Beziehung zu mir selbst. Also ich hatte so die letzten Jahre sehr, sehr viele Turbulenzen im privaten Bereich. Und das hat mich aber auch zu diesem Thema zurückgeworfen. Und ich habe da so zwei ganz tolle Ausbildungen gemacht in Amsterdam. Und das ist auch das, was ich jetzt so auf den Weg bringe. Also so Beziehung zu mir selbst, Beziehung zum anderen, Beziehung zur Natur. Natur ist in der Art von Tanz, die ich mache, auch sehr wichtig. Und ja, genau, ich glaube, das ist so mal das Wichtigste. Sehr spannend, ja. Vielen Dank Ja. einmal. Ja. Und sag, wie hast du jetzt die Vivian eigentlich kennengelernt und seit wann kennst du sie? Die Vivien ist mir zugefallen. Also das war eigentlich mal so fast ein Irrtum. Ich Okay. war damals auch so in dem, suche ich mir jetzt eine Teilzeitstelle und gehe dann so langsam in die Selbstständigkeit. Und durch eine Trainerin, mit der ins Gespräch gekommen bin, die hat mir so ein paar Namen oder Organisationen genannt, hat gesagt, du fang mal an zu netzwerken, eben weil ich auch örtlich so sehr viel, also so sehr viel Wechsel hatte und ich mich nirgendwo so richtig verwurzelt habe und ich bin erst vor einem halben Jahr nach Wien wieder zurückgekommen. Und unter anderem ist der Name Vivian Posch gefallen. Und das war zu Beginn des Jahres. Und ich habe Vivian dann, ich glaube, Ende Februar, das war kurz vor meinem Abschluss, eben wo ich zwei Zertifizierungen in Amsterdam gemacht habe, zu den Ausbildungen, von denen ich erzählt habe. Und habe Vivian dann getroffen und war zuerst sehr verwirrt, weil ich mir gedacht habe, Netzwerk, Netzwerktreffen und dann erzählt die mir von Dingen und das war zwar alles sehr spannend, aber dadurch, ich war so ganz woanders und haben wir, naja, gut, okay. Und dann hat sie mich so zum Schluss gefragt und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, also so, ob mich das jetzt interessiert. Und dann hat sie mich also hat sie so eine geführte Meditation, die hat mich da so wo reingeführt. Und wenn ich dran denke, dann kriege ich jetzt Gänsehaut und kriege Ja. Tränen. Also es war, obwohl sie mich da wohin geführt hat, was teilweise jetzt gar nicht so ganz mein Thema ist. Aber das sind in meinem Körper, also da hat sich irgendwas verändert und ich habe gemerkt, die Energie, die Vibration ist total hoch und das ist in mir, also ich kann das auch jetzt noch abrufen jederzeit. Das ist einfach Genau. so, Ja. da merke ich, dass ich tiefer in mich reinsinken konnte. Und das hat in mir was bewegt und das war dann, also ich war dann ein paar Tage danach eben irgendwie weg und dann
hat sie mich kontaktiert und hat gesagt, okay, wie schaut das aus? Dann war auch so eine Umstellung und dann war so eine finanzielle Geschichte noch einmal, oh, wie mache ich das? Und hat sie gesagt, ja, möchtest du oder nicht? Und dann hat sich das wirklich alles geregelt. Es war so wirklich wie Domino, tak, 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 und dann war ich im Programm. Ja. So bin ich bis zur Vivian gekommen. So habe ich Vivian kennengelernt und bin dann in dem TIR-Programm gelandet, genau. Und wie lange bist du jetzt in dem Programm schon? Bei welcher Lektion bist du im Moment? Also ich bin jetzt seit heute, also heute beginnt meine letzte, heute bin ich in der 12er. Also ich war jetzt ganz tief in der Lektion 11 drinnen, die ist, glaube ich, eine für mich so die aufschlussreichste, wo ich merke, dass ich mein Leben auch mehr verstehe oder ja, oder wie ich bisher im Leben gestanden bin. Und, ja. Und worum geht es da speziell in der Lektion 11? Die Lektion 11 ist, da geht es um, hinterlasse jede Person mit einem Mehrwert. Und ich habe jetzt, also jede Lektion ist ja so 2 Wochen in dem Programm. Und ich habe gemerkt, in diesen 2 Wochen ist, also das sind so viele magische Momente, so Menschen in mein Leben gekommen, die für mich hilfreich sind. Oder auch umgekehrt, wo ich merke, in so ganz banalen Situationen im Alltag, wo so wie die Zeit stehen bleibt und wo ich merke, in jemandem verändert sich gerade was oder in der Beziehung zu einer Person verändert sich gerade was. Und also es beginnt schon ein bisschen so in der 10er, da geht es um die Haltung und ich habe in der Zeit auch also ganz schnell Wohnung gesucht, gefunden, umgezogen. Das war alles innerhalb von 3 Wochen. So schnell? Ja. Okay. Genau, gesucht, gefunden, also es war wirklich, also ich bin jetzt auch gerade so im Flow. Ja, so auch, ich glaube, ich muss das erst selber realisieren, was da passiert ist und ich habe auch auf wundersame Weise 2 Menschen, die, wir haben so wunderbare Karten und die da meinen Balkon abgesichert haben und das ist so unglaublich schön geworden, ich bin mit so viel mehr bereichert worden als einfach mit einer Katzenabsicherung. Das ist jetzt wie ein neuer Wohnraum, weil die das so schön gemacht haben. Und weil genau die mir den Mehrwert, also unglaublich viel mehr, ich habe jetzt unglaublich viel mehr gekriegt, als ich mir erträumt habe. Also es ist jetzt wirklich so ein wunderschönes Reich geworden und auch alles, was, ja, es passt alles zusammen. Es gab ein paar so Momente, wo es ganz schwierig war und dann habe ich wieder gemerkt, okay, mit der Haltung oder wenn du diese Person wieder mehr, also das ist so faszinierend an dieser Lektion speziell. Und ist das jetzt auch gleichzeitig dein größtes Learning im gesamten Programm oder gibt es da was anderes, was du sagst, das hat jetzt wirklich den größten Einfluss, positiven Einfluss für dich jetzt gebracht? Also es gibt so viele Dinge. Also ich tue mir jetzt total schwer, eines herauszugreifen. Weil es sich einerseits aufbaut und andererseits sich einander wieder bedingt. Also es ist total genial aufgebaut. Ich glaube, mein größtes Learning, wenn man das als Learning bezeichnen kann, ist tatsächlich dieses Ganze. Also es gibt im Programm ganz viele Dinge, die ich glaube, wir alle wissen. Und ich habe es, also für mich ist es so, dass dieses ganze Wissen ein Teppich und kein Fleckerteppich mehr ist, sondern ein wunderschöner Teppich mit einem wunderschönen Muster. Und ich glaube auch dieses, das tiefer Verstehen, weil manchmal versteht man irgendwas und das bleibt da oben und dass das so in den Körper sinkt, ist, glaube ich,
dieses größte Learning, auch dieses Selbstbild, wo ich habe das Selbstbild ganz am Anfang, da hat jemand darüber gesprochen und macht, aha, was ist das und soll ich das schon wissen? Dann habe ich nachgeschaut und habe angefangen, das zu schreiben jeden Tag. Und ja, also es ist wirklich schwierig, das zu sagen. Es ist so, aber ich glaube, so, dieses Ganze. Und wie würdest du jetzt sagen, hat sich dein Selbstbild im Prozess verändert? Hast du das vorher überhaupt greifen können oder beschreiben können, dich selber und im Vergleich jetzt, wie schaut es jetzt aus? Ja, das ist, also ich finde, das ist immer so die schwierige Frage, wenn man selbstständig ist und sozusagen sich selbst sichtbar machen, an den Mann, an die Frau bringen möchte, dann verhasst du ja nicht jetzt, ich weiß nicht, irgendein Produkt. Das ist ja manchmal viel leichter, als dich als Person sozusagen sichtbar zu machen. Und dann hat man halt immer so einzelne Werte oder Visionen oder was weiß ich. Und dieses Selbstbild, das ist auch wieder viel umfassender, weil es den ganzen Lebensbereich umfasst. Und ich habe da Dinge geschrieben, wo ich heute nicht weiß, woher die kommen. Und wo ich mir denke, dass ich erst hineinwachsen, da muss ich einziehen, hätte ich fast gesagt. Aber es ist wirklich so. Es ist einfach. Ja, ich weiß es nicht. Also ich lese es manchmal, ich höre es mir an und dann muss ich es wirklich mit mir verbinden. Mhm. Also es ist sehr groß für mich noch und total schön. Also groß so im Positiven, so, wow, da ist so viel Raum, den ich noch ausfüllen kann. Das ist, ja, das ist total faszinierend und umfasst einfach unglaublich viel. Ja, und es wächst sozusagen permanent weiter. Genau, ja. Genau. Also ich hatte heute so ein Buddy-Gespräch und da ging es auch so bei meinem Gegenüber um so ein Thema und ich habe gesagt, schreib dir doch das ins Selbstbild und das war dann so ein Aha-Effekt. Mhm. Also das ist wirklich, da kann man wirklich was manifestieren und hat was total Faszinierendes. Mhm. Mhm. Sehr schön, ja. Mhm. Und wie ist es dir jetzt, weil du gerade von deinem Buddy gesprochen hast, wie ist es jetzt für dich generell im Programm mit dem Buddy? Magst du vielleicht auch kurz erzählen, was der Buddy genau ist und generell wie das Team, welche Rolle das Team im Programm hat? Weil für viele ist es sehr ungewohnt, auch überhaupt in einem Team zu arbeiten. Also genau, es gibt das Buddy, ist so meistens eine Person, mit der man sich regelmäßig, also wir treffen uns jetzt einmal die Woche, manchmal macht man sich einfach aus am Anfang, okay, man hat jetzt die Lektion, also da gibt es ja so gewisse Aufgaben, man hört sie in der Früh, am Abend und checkt das einfach ab, ob man das gemacht hat und das wird dann aber immer mehr, so dass man, also in meinem Fall, es macht sich halt jedes Team oder jedes Buddy-Pairing aus, wie man das handhabt. Wir treffen uns einmal die Woche für eine Stunde und besprechen dann einfach auch, wo wir gerade stehen, was jetzt Wins waren, wo wir Unterstützung brauchen. Und das ist unglaublich bereichernd. Man lernt halt auch eine Person dann auf einer sehr, sehr tiefen Ebene kennen. Dadurch, dass man so das gleiche Hintergrundwissen hat, ist es auch total schön so, okay, was begegnet einem so im Leben und wie kann man, also dieses Unterstützen ist total schön und diese Gruppe hast du, glaube ich, angesprochen, meinst du das Team, also diese Mastermind-Gruppe? Genau, die Mastermind. Halt alle gerade, die da drinnen sind, zusammenkommen und das ist, glaube ich, der größte, der größte Benefit, weil
Das hat so eine Kraft. Also das ist einerseits ist es was irrsinnig Archaisches, so dieses Zusammenkommen in einer Gruppe, im Kreis war das ja früher immer oder ist teilweise ja noch. Und da sind halt alle Menschen drinnen von Lektion 1 bis Lektion 12 und man lernt unglaublich viel. Mhm. Und obwohl es eine Gruppe, also da sind jetzt vielleicht Hausnummer 20 Personen drin und trotzdem hast du so viel Raum. Wenn du mit einem Thema reinkommst oder mit einer Frage und alle arbeiten da drinnen, die halt was beitragen können. Und egal, ob du jetzt die Fragestellende bist oder jemand anderer, es ist immer ich glaube, es ist immer für alle ein Gewinn. Also wir hatten vor kurzem mal so ein Q&R, also es ist auch ein zweiter Teil, der gerade angeboten wird. Und da war jemand ganz anders und ich habe so viel für mich selbst mitgenommen, weil es sind teilweise Fragen, die ich mir selbst noch nicht gestellt habe oder die aus einer anderen Ecke, aus einer anderen Perspektive kommen. Und das macht dieses Bild so viel größer. Und es ist egal wer, also es ist immer, ich glaube, es lernen immer alle mit dabei und es wird einfach alles immer größer. Und das ist so diese Gruppenerfahrung, die unglaublich wertvoll ist. Und wo halt dann auch immer wieder von Vivian eben Content reinkommt. Also einerseits ist da so diese Basis, sage ich mal, oder das Gerüst und das ist ganz viel frei, also Raum, um eben zu schauen, wo stehe ich gerade, wo brauche ich Unterstützung. Und da kommen ja von all diesen Menschen, die da gerade drinnen sind, also da werden, glaube ich, wirklich Ressourcen, Kompetenzen losgelöst, die da reinfließen. Ja, also das empfinde ich genauso, ja. Ja. Und die Energie eben, die dadurch entsteht, ist das Größte, das einen wirklich weiterträgt, dass wenn man dann so, ich sag mal, so im Außen agiert, ist das ja am Anfang oder ist es immer wieder mal gar nicht so leicht, wenn man mit ganz anderen Haltungen konfrontiert wird. Und durch diese Gruppe wird es aber immer mehr gestärkt und wird immer mehr so wie gesättigt, dass man dann ja das auch wirklich raustragen kann. Mhm. Ja, und ich denke mir, die Gruppe ist auch wie so ein Auffangnetz, weil es gibt immer jemanden, an den man sich wenden kann. Und es ist so ein Riesenzusammenhalt, auch wenn, also ich persönlich jetzt die Gruppenmitglieder noch nicht so lang kenne, aber es ist wirklich eine riesengroße Bereicherung, ja. Mhm, mh. Ja. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, was ist jetzt Thinking into Results für dich? Wie beschreibst du dieses Programm? Ich hänge es jetzt mal ganz einfach an diesen drei Buchstaben auf. Also ich merke für mich so, ich habe wirklich eine andere Art oder ich habe wirklich denken gelernt. Jenseits von allem, was ich bisher gelernt habe. Also das ist wirklich dann dieses Into, es ist ein tiefes Eintauchen. Mhm. Ein tiefes Eintauchen einerseits so in mich selbst. Also es geht schon so sehr darum, sich selber gut kennenzulernen, um dann, also das deckt sich auch mit meinen anderen Ausbildungen, um die andere Person auch kennenzulernen, sehen zu können. Das kannst du nur, wenn du dich selber kennst. Und diese Results ist tatsächlich von so diese Zukunft herholen. Also ich tauche da ein, um mir das zu holen, was ich möchte. Also diese ganz hohe Vibration. Und ich merke gerade, mir ist das jetzt durch die Frage erst so richtig bewusst geworden. Also ich habe diese drei Buchstaben ganz ehrlich nie so genau beachtet. Ja. Am Anfang macht er so komische Kombination, aber jetzt durch diese Frage hat das eine unglaublich, also hat das echt wieder eine Gänsehaut. Cool. Ja. Also ja, ich denke mir, das,
Ja. Es eröffnet ein neues Universum, würde ich jetzt mal sagen. Sehr schön, ja. Und für wen würdest du jetzt sagen, ist das Programm geeignet? Wen empfiehlst du das? Ich würde mal sagen, es gibt niemanden wahrscheinlich, der für den es nicht geeignet, der sich nicht so mit, der sich mehr vom Leben wünscht, der sich so mit sich selbst beschäftigen möchte, der mehr Tiefe und Qualität in sein Leben bringen möchte. Mhm. Also ich, ja, prinzipiell kann man es nur jedem Menschen empfehlen, der wachsen möchte. Und ganz besonders würde ich schon mal sagen, also kann jetzt ich für mich sagen, so wenn man sich selbstständig macht, weil da einfach so viel, so ein Gehaltensein oder so ein Miteinandergehen oder wenn man sich beruflich mehr engagieren möchte, ob das jetzt in einer Führungsposition oder nicht, aber einfach, also es ist wirklich so ein Engagement mit dem Leben, mit seinem Beruf, mit einem Partner, mit seinem Kind, mit, was weiß ich, mit der Verkäuferin im Geschäft. Also es entsteht ganz was anderes. Mhm. Also es ist schon so für mich so, das Leben besser verstehen oder tiefer ins Leben eindringen und mehr, also es ist auch mehr. In einem ganz positiven Sinn. Also es wird so viel satter, sehr, sehr reichhaltig. Mhm. Sehr schön, ja. Also ich bin noch ganz in der Lektion 11 drin, das merkt man, glaube ich. Ja. Aber die ist auch wirklich, wirklich, wirklich faszinierend. Ja. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, möchtest du zum Abschluss den Quantenspringern in der Gruppe noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, das liegt dir ganz besonders am Herzen, dass es ja, jeder da draußen weiß, der jetzt dieses Interview sich anhört? Ja, einfach reinspringen. Also es ist auch das Wort wirklich bezeichnend. Also es sind halt, wenn man das hört, so leere Worte, wenn man noch nicht die Erfahrung gemacht hat. Und das ist, es ist wirklich ein Quantensprung. Mhm. Ganz egal, wo man steht und ganz egal, wo man glaubt zu stehen. Also es sei denn, man hat schon genau das gemacht, aber das ist, also ich kann es nur immer wieder betonen, das ist sowas, ich stelle mir jetzt so einen Globus vor. Mhm. Also so, es ist so, ich würde jetzt nicht mal, es ist schon komplex, aber es ist einfach so wirklich abgerundet. Mhm. Und ich habe also so in den letzten 20 Jahren ganz viele Ausbildungen, Fortbildungen, was weiß ich was gemacht. Und da ist wirklich so viel drinnen, das ist so gut strukturiert. Und ich kann mich auch erinnern, in die ersten 1, 2, 3 Lektionen, die waren schon sehr fordernd, weil man dachte, puh, ja, also da muss man mal so sich reintigern. Und ich habe aber auch gleichzeitig so bei den ersten Fragen gemerkt, wow, weil ich habe mir gedacht, oh mein Gott, Fragen. Und ich mag das überhaupt nicht, Fragen und leere Zeilen, also das irgendwie so. Und dann habe ich mal die Frage gelesen und dann ist aber eine Welt gleich aufgegangen. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen so wie eine Aladdins Lampe, wo du so merkst, oh, das lädt. Also ja, so, ich glaube, das ist so mein Weg, wie ich das jetzt beschreiben kann. Mhm. Es fängt wirklich sofort an zu glänzen. Mhm. Und so dieses, oh nein, das ist so was Altes. Also man kann wirklich so sein Gehirn umprogrammieren. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, sehr inspirierend auch für mich jetzt wieder, ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, liebe Alexandra, fürs Interview. Sehr gerne. Ja, ich bin wieder inspiriert, nehme auch persönlich viel mit und ja, freue mich auch, wenn wir uns dann bald wieder im Programm sehen. Einen schönen Tag noch wünsche ich dir.
Ihr auch. Alles Gute. Danke. Und ja, willkommen alle, die neu dabei sind. Ja. Ciao. Baba.